Ich bin gerade in Urlaub und habe jetzt eine Freundin besucht. Und wie ihr seht, waren wir, oder wollen wir da jetzt reingehen, besser gesagt. Jo. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Den geilsten Weg ausgesucht wieder hier. Ja. Moin moin. Ich bin heute mit einer Kumpelin unterwegs, aber sie möchte ihn ja nicht filmen lassen. Wir sind heute auf einer Lost Place Tour in weit weit weg. Zeig nur. Sieht schon mal sehr interessant aus, was ich bis jetzt so sehen kann. Allein das da schon wieder creepy. Und sieht ja schon mal ganz spannend aus. Bob, Bob, der Keller. Hallo! Keine Ahnung, anscheinend. Da geht's auch noch um die Ecke, ist ja krass. Natürlich. Ja, schon zugemauert. So. Hier war anscheinend auch nochmal ein Eingang. Da war es mit Ofen. So, hier. Hier geht es nochmal irgendwie. Hier geht der Tisch. Hier geht es auch nochmal hoch. Ach, das ist dieser andere Raum, wo ich gerade durchgeguckt habe. Aha, Behälter. Wird wahrscheinlich der Heizungsraum gewesen sein. Schätze ich mal. So, was haben wir hier Schönes? Wasserleitungen. Hm, muss ich hier wieder raus? Dann wird da bestimmt mal Kohleeingang gewesen sein. Hier ist anscheinend noch ein Heizungsraum. Und hier kommst du nicht weiter. Und hier ist nochmal ein separater Raum. Aber wer weiß, was das für ein Raum war. Wo wird hier hin geht? Alter, was? Geht denn nicht hier hin? Achso, nur unter die Treppen, na toll. Na ja, toll, hätte ich mir den Weg aufsparen können. Ja, ich bin durch den Spinnnetz gelaufen, ist das schon wirklich. Au, voll Kopf gestoßen! Oh. Oh, so eine verpisste Scheiße! Alter! Du bist zu groß! Ja, ich glaube auch, ey. Alter, hier geht's ja noch viel weiter. Hart. Und wir waren noch nicht mal oben. Ja, das ist der Umgang, glaube ich. Ja, scheint wohl so. Oh, mein Kopf tut immer noch weh. Die Scheiße. Aber ich sehe gerade, hier geht's. Ui, hier geht's auch nochmal nach oben. Hier geht's nach oben. Hier gibt's 10.000 verschiedene Wege, Junge, leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt seht ihr den Raum hier nochmal von oben. Na toll. Hätte ich ja gar nicht nach oben gehen brauchen. Ist bloß nochmal nur so nochmal ein Raum. Also wahrscheinlich eine Lagerhalle gewesen oder so. Oh. Okay. Das ist alles nicht mehr ganz so stabil. Boah, war schon groß hier. Das kann man ja mal so sagen. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist auf der anderen Seite der See.
was er mir bei Google Maps angezeigt hat. Ah, ihr habt da mal die schöne Draußennatur, die sich natürlich alles wieder zurückgeholt hat. So sieht's da unten aus. Also die ganzen Rahmen und alles liegen natürlich schon unten. Da geht's dann noch rüber zu dem anderen. Das zeige ich euch mal noch mal kurz durch dem Fenster hier. Ach, waren wir ja gerade gewesen. Da drinnen. Dann geht's weiter nach oben. So, was haben wir hier? Auch nochmal Holzboden. Hat sich wieder einer verewigt. Sieht ganz cool aus. Was das heißen soll, kann ich nicht sagen. Da müsste ich jetzt wieder meinen Robert bei haben. Der hat ja mehr Ahnung von Graffiti. Ja, wie gesagt, hier drüben ist unser Anbau. Da geradezu ist noch Garage und so gewesen. Was ich von außen gesehen hatte. Oder wir. Guck mal da. Da mal durchgucken. Da ist der See, aber seht ihr jetzt schlecht. Also sieht ja schon mal ganz spannend aus. Und anscheinend kann man hier, wenn man will, nur runterspringen oder so, keine Ahnung. Da geht es auf jeden Fall zur Dachterrasse. Jo, naja, dann gucken wir mal weiter. Hier waren anscheinend aufgeteilte Räume oder so. Sieht auch sehr cool aus. Ah, hier ist noch was, wartet. Ich drehe euch mal. Auch sehr cool gemalt. Muss man ja mal sagen. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Och, der Dachboden. Ja, also wie ihr seht, das ist der Dachboden und ich kann euch sagen, ist schon wieder gar nicht meine Hitze hier. Und ja, okay, das muss ich euch mal kurz zeigen. Das finde ich aber gerade übel krass. Warum zum Teufel hat man Katzenfutter hier oben? Also krass, also wie gesagt, steht ein Red Bull, Fanta, was ist das da hinten? Bier und Cola, aber alles eingestochen, also wer weiß, wer hier mal gelebt hat oder so. Wie gesagt, es scheint auf einer Feuer gemacht zu haben. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, das ist mir hier oben ehrlich gesagt zu warm, ne? Ah, okay, das will ich euch jetzt nicht zeigen. So, also gehen wir erstmal wieder runter und sehen wir uns unten nochmal wieder. Also wie ihr schon gesehen habt, von da sind wir reingegangen und jetzt ist wieder rausgekommen. Ja, wie gesagt, hier sind dann noch die zwei Garagen, was ich euch gesagt hatte, drinnen schon. Aber da haben wir jetzt keinen Eingang gefunden, wo wir wirklich reinkommen oder so. Wir können ja nochmal kurz umrum gehen. Habt ihr das auch alles nochmal gesehen? Ah, anscheinend war hier mal ein Eingang gewesen. So wie es aussieht. Ja, wartet mal kurz. Wir gehen mal ein kleines Stück in den Wald hier rein. Ah, und das ist dann nochmal von so gesehen. Also, ja. War auf jeden Fall mal ganz spannend gewesen. Ich hatte jetzt nur ein paar Bilder mit meinem Handy gemacht, weil, guck mal, hier können wir noch reingucken. Aber sehen wir nicht besonders viel, da hinten ist es auch schon wieder zu. Aber hier wäre die Treppe zum Reingehen. Da geht die hoch. Ja, sonst, wie gesagt, war spannend. War jetzt nicht für die Kamera bestimmt, aber wie gesagt, ich habe ein paar geile Handybilder gemacht und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, wie gesagt, Robert und René sind jetzt nicht dabei, weil ich mal wieder alleine auf Tour bin, weil ich jetzt gerade im Urlaub bin noch. Nur noch bis morgen leider. Da muss ich am Samstag auch schon wieder arbeiten. Ja, aber auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann sehen wir uns demnächst nochmal wieder. Tschüss!